Man kann auch in unteren Klassen Kräfte ermitteln, und zwar grafisch. Wie das funktioniert, wird ganz einfach erklärt. Man kann sich später komplett berechnen, sich mit Winkeln beschäftigen, wenn man das dann in höheren Klassen gelernt hat. Ich rede jetzt die ganze Zeit, damit ihr hier oben hinschaut. Hier entstehen schon die Links dazu zu den einzelnen Themen. Und jetzt in ein paar Sekunden wahrscheinlich entstehen hier die ausführlichen Links, also so, dass man in Ruhe auswählen kann, zu welchem Thema man möchte. Es gilt für alle Klassenstufen und jeder sucht sich dann aus der Playlist, wo es hinführt, das entsprechende raus. Ich denke mal, das hilft, und höre jetzt auf mit diesem kleinen Mini-Video. Na denn.